Ihr stolzes Alter von über 150 Jahren sieht man der Kirche St. Marien in Roßlau nicht wirklich an. Erst vor rund 4 Jahren wurden die Sanierungsarbeiten am Gotteshaus abgeschlossen und am Samstag wurde ein besonderes Jubiläum begangen. 152 Jahren, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, wurde die St. Marienkirche eingeweiht. Sie ist jetzt so alt. Und seitdem wird jährlich der Geburtstag des Kirchengebäudes von der Kirchengemeinde St. Marien in Roßlau gefeiert. Thorsten Neumann begrüßte die Gäste des Festgottesdienstes am Samstag in einer besonderen Funktion, nämlich als Vorsitzender der Hauptgruppe Anhalt des Gustav-Adolf-Werkes. Die bereits 1832 gegründete Hilfsorganisation beging in Roßlau ihr Jahresfest. Gustav-Adolf-Werk ist eine Stiftung, ein Werk, welches sich um christliche evangelische Kirchengemeinden in der sogenannten Diaspora, das heißt in der Vereinzelung, kümmert. Und für diese Gemeinden in Südeuropa, in Osteuropa und in Südamerika deutschlandweit sammelt. Ein deutschlandweiter Projektkatalog fasst jährlich die Projekte zusammen, für die gesammelt und gespendet werden kann bzw. sollte. Jede Landeskirche überlegt sich aus diesem Projektkatalog, wie viel können wir leisten, wie viel kriegen wir zusammen. Und dann wird es gezeichnet, wird gesagt, wir übernehmen das, wir übernehmen das, wir übernehmen das. Und dieses Jahr übernehmen wir in Anhalt einen Anteil an Gemeindehäusern, die sehr verrottet waren, in einem Vorort vom ehemaligen Stalingrad, also Wolgograd, wo eine evangelische Gemeinde seit den 90er Jahren wieder besteht, aus winzigen Anfängen. Nach rund 70 Jahren der Verfolgung wächst die evangelische Gemeinde an der Wolga inzwischen wieder. Dass in Roßlau gerade für diese Region gesammelt wurde, begründet sich aber vor allem mit der Geschichte der Schifferstadt selbst. Und ein Clou des heutigen Tages ist, dass von Roßlau aus damals die spätere Zarin Katharina, die hier ja mit Zerbst zu tun hat, dass hier ein Sammelpunkt war, der Leute, die die Katharina eingeladen hat, die Wolga-Ufer zu besiedeln. Über dieses Kapitel Roßlauer Geschichte berichtete am Samstag auch Oberbürgermeister und Hobbyhistoriker Clemens Koschig. Und dieses Wissen über die Vergangenheit dürfte dazu beigetragen haben, die Kollekte noch größer werden zu lassen und damit auch die Zukunftsaussichten der deutschstämmigen Gemeinde im russischen Sarepta ein Stück sicherer zu machen.